Diese kleinen, runden Früchte sind keine Kirschen, wie wir sie kennen. Was die Frauen im Südwesten Tansanias ernten, ist Kaffee. Kaffeekirschen, um ganz genau zu sein. Die Grundlage des beliebtesten Heißgetränks der Deutschen entsteht in einem aufwendigen Verfahren. Hier im Mahenge-Hochland wächst der Würzburger Partnerkaffee. Rund 200 Familien bauen gemeinsam in Kooperativen den Kaffee an, den später die Unterfranken trinken. Beste Qualität der Sorte White Arabica. Mahenge liegt im Bistum Binga, der Partnerdiözese von Würzburg. Durch diese Verbindung entstand vor 17 Jahren der Verein Partnerkaffee, der die Ernte der angeschlossenen Kleinbauern zu einem fairen Preis verkauft. Wir unterstützen direkt diese Kooperative ohne Zwischenhändler, ohne dass hier also irgendwelches Business zusätzlich gemacht wird, direkt für die Leute. Das heißt, die Arbeiter erhalten mehr Lohn als auf vielen anderen Plantagen. Pro Pfund Kaffee fördert außerdem ein Soli-Beitrag von 38 Cent soziale Projekte in Schulen, Vereinen oder Gesundheitszentren. Seit neuestem finanziert der Verein aus dem Erlös auch eine Krankenversicherung für die Familien. Das ist eine Kooperation mit dem katholischen Krankenhaus der Diözese ganz in der Nähe der Kaffeeplantagen. Und die hat sich schon bewährt. Diese Krankenversicherung hat uns viel geholfen, auch bei Operationen, die wir sonst nicht leisten könnten. Wie diese Operation am Hals seiner Frau. Die Unterstützung der Unterfranken motiviert die Arbeiter. Gemeinsam konnten sie für die Kooperative die neue Anlage bauen. Hier werden die Bohnen zuerst vom Fruchtfleisch befreit. Dann müssen sie gewaschen werden. Zum Schluss werden sie sortiert und müssen in der Sonne trocknen. Weiterverarbeitet werden die Bohnen in der Stadt Mbinga. Hier wird die weiße Außenschale entfernt und der grüne Rohkaffee für die Schifffahrt verpackt. Nach einer langen Reise von mehr als 7000 Kilometern kommt der Kaffee in Unterfranken an. Die Kaffeerösterei Braun in Meinerschaft bei Aschaffenburg kümmert sich seit fast 30 Jahren um das braune Gold. Geschäftsführer Rainer Braun kennt die Plantagen im Partnerbistum Binga. Ja, man hat natürlich einen anderen Bezug zum Produkt, wenn man die Menschen kennt, die mit uns da zusammenarbeiten und die damit in Verbindung sind. Das spielt eine ganz große Rolle. Es ist immer schöner, wenn man weiß, wo was herkommt und wie es entsteht. Mit den großen Röstereien von Tchibo, Melitta oder Aldi kann die Familienrösterei Braun aus Meinerschaft nicht mithalten. Die Großen, das sind ganz andere Dimensionen als wir. Also wir sehen uns, wir sind vielleicht ein Großer unter den kleinen Röstern. Ja. Röstereien in unserer Größe gibt es vielleicht circa fünf, sechs in Deutschland. Wovon wir wiederum der Kleinste sind, und die Großröstereien, muss man sich das vorstellen, da wird kein Sack mehr in die Hand genommen, jetzt wie das bei uns der Fall ist. Das läuft alles über Big Bags, wenn überhaupt, dann Silo-Fahrzeuge, die wirklich angedockt sind an die Rösterei. Dann wandert das direkt in den Röster. Das Produkt selbst sieht man in diesem ganzen Prozess gar nicht mehr. Bei uns kann man noch alles anschauen, ist noch viel Manufaktur dabei, viel Handarbeit. Ja. Und da geht einfach vieles vollautomatisch, weil das in diesen Massen ist es gar nicht anders machbar. In den großen Röstereien wird der Kaffee manchmal nur 30 Sekunden erhitzt. Kaffee Braun röstet die Bohnen zwischen 16 und 21 Minuten, also eine Langzeitröstung. Dadurch verliert der Kaffee seine Säure, die zu Magenbeschwerden führen kann. Der Partnerkaffee aus Tansania überzeugt auch Kaffeeexperten Rainer Braun. Also die objektive Qualität ist ein Traum. Das ist das Beste, was man aus Tansania kriegen kann. Wir rösten den natürlich entsprechend, völlig klar. Wir rösten den 20 Minuten. Der ist absolut bekömmlich, ist ein traumhafter Kaffee. Sie werden nichts Besseres kriegen. Eignet sich zum Beispiel schon mal ganz hervorragend als Vergleichskaffee zu irgendeinem Discounter-Kaffee von mir aus.
Der Partnerkaffee wird verpackt und bekommt das faire Label für den Handel. Fairtrade, GEPA oder Naturland. Im deutschen Handel gibt es viele verschiedene Siegel für faire Produkte. Das ist nicht immer übersichtlich für die Verbraucher. Was ist jetzt fair und wo ist was fair? Das ist ja auch nicht überall gleich. Also Fairness in Tansania ist sicherlich, sieht anders aus als Fairness in Deutschland beispielsweise. Und zu den Zertifizierungen möchte ich eigentlich jetzt hier eigentlich gar nichts sagen. Ich denke, wir brauchen keine Zertifizierungen, sondern wir sollten uns viel mehr wieder angewöhnen, und zwar alle ein kleines bisschen auf unser Bauchgefühl zu hören und unseren gesunden Menschenverstand einschalten. Und das wäre viel sinnvoller, als auf irgendwelche Zertifizierungen zu achten. Der Absatz vom Würzburger Partnerkaffee steigt jedes Jahr. Seit 1998 hat der Verein fast 500 Tonnen verkauft. Nicht nur Weltläden haben den fairen Kaffee im Regal, sondern auch ganz normale Supermärkte. So kann jeder mit seiner alltäglichen Tasse Kaffee dazu beitragen, das Leben der tansanischen Kleinbauern zu verbessern.